die Jugend, die lernt ja nichts anderes als Deutsch trinken, Deutsch handeln. Und wenn du diese verdammtes Mädchen in den 10 Jahren in unsere Organisationen hineinkommen und dort nun so oft zum ersten Mal überhaupt eine frische Luft bekommen, dann kommen sie vom Jungvolk in die Jugend. Dann nehmen wir sie sofort in die Partei oder in die Arbeitsfront, in die SA oder in die SS. Und wenn sie dort noch nicht ganze Nationalsozialisten geworden sein sollten, dann kommen sie in den Arbeitsdienst. Und was dann noch an Klassen, Bewusstsein oder Standesbündnis vorhanden sein sollte, das übernimmt dann die Wehrmacht zur weiteren Behandlung auf 2 Jahre. Und sie werden nicht nur frei ihr ganzes Leben.